Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Christine von YouDesignMe und in diesem Video zeige ich dir, wie du eine einfache Narzisse in 3 Schritten malen kannst. Diese Narzisse und auch das Schneeglöckchen sind übrigens inspiriert von der Floral Journey Challenge, die aktuell gerade bei Miss Berry Studio und You May Also Like Watercolors auf Instagram stattfindet. Ich verlinke dir das hier unten in der Infobox, dann kannst du dir das auf Instagram mal angucken. Und vielleicht hast du ja auch Lust, bei der nächsten Woche dabei mitzumachen, denn es gibt jede Woche und jeden Monat ein neues Thema bei den beiden. So, jetzt geht's aber los mit der Anleitung. Für die Blüte nutze ich hier eine sehr helle, transparente gelbe Grundierung. Das heißt, ich mische mir wenig Pigment mit viel Wasser an, so dass die Farbe eben wirklich sehr transparent und eben auf keinen Fall deckend wirkt. Damit lege ich jetzt hier die gesamte Blüte an und dann mische ich mir mit etwas Blau ein schönes Grün mit dem restlichen Gelb. Mit dem Grün male ich jetzt direkt schon den Stiel und auch einzelne Blätter. Grundierung ist nun soweit aufgetragen und im zweiten Schritt kann ich jetzt die einzelnen Blütenblätter herausarbeiten und auch diesen Stempel der Narzisse. Dazu tupfe ich mir hier einen dunkleren Farbton in die Mitte und auch in die einzelnen Blütenblätter. Das habe ich jetzt einfach mit einer Mischung aus diesem noch übrigen Gelbton gemacht und habe mir dazu ein Quinacridone Gold, das ist ein schön leuchtender Orangeton, dazu gemischt. Thank you.
Schritt arbeite ich mir jetzt hier weitere Details heraus und bringe so noch mehr Tiefe in mein Bild. Mit einem dunklen Grün habe ich mir jetzt hier die einzelnen Staubblätter etwas herausgearbeitet und mit einer gräulichen Farbmischung und nochmal diesem Knockridden Gold arbeite ich mir jetzt noch einmal diese einzelnen Blütenblätter etwas stärker heraus, so dass man wirklich sieht, dass wir drei oben liegende und drei unten liegende Blütenblätter hier haben. Jetzt fehlen noch ein paar Details hier für unsere Knospe. Auch da nutze ich jetzt wieder meine Gelbmischung, die ich nach oben hin so ein bisschen in die Papierfarbe auslaufen lasse. Das heißt, dort werde ich weniger gelbe Farbe auftragen, sondern mehr mit Wasser arbeiten, damit das Ganze eben ein bisschen plastisch wird. Und unten zu den grünen Blättern werde ich ein bisschen dunkler mit dem Farbton. Das heißt, hier gebe ich dann später etwas mehr von dem Knockridden Gold drauf. Ja, und mit jeweils dunkleren Farben ergänze ich mir immer mehr Details, wenn es dir schwerfällt zu erkennen, ob du noch Details brauchst oder noch mehr Dunkelheiten, dann versuch doch einmal deine Augen so ein bisschen zusammenzukneifen und blinzle nur durch deine Wimpern so durch, dann nimmst du dir so ein bisschen die Farbwerte aus deinem Aquarell und siehst das Ganze mehr in Hell-Dunkel-Kontrasten und dann wird dir auffallen, ob das eher mehr so eine, ich sag jetzt mal, graue Suppe ist oder ob du schon hohe Kontrastwerte, also von hell zu dunkel hast. Wenn das eben alles mehr so ein bisschen einheitlich ist, dann solltest du auf jeden Fall noch an gewissen Stellen mehr Dunkelheit ergänzen, um eben mehr Tiefe in dein Bild zu bekommen. In meinem Mitgliederbereich erwarten dich übrigens weitere praktische Tipps und Anleitungen, so wie diese hier, die dann natürlich viel detaillierter sind, unter anderem für ganz viele Blüten wie diese hier, von Level 1 bis Level 5 unterschieden, aber auch viele Landschaften, Wolken, Wasserlandschaften, Baumlandschaften, alles, was es eben für schöne Motive draußen in der Natur gibt. Schau doch mal vorbei, ich würde mich freuen. Und wenn du dir unsicher bist, ob der Mitgliederbereich das Richtige für dich ist, dann schalte ich dir gerne auch ein paar Testlektionen frei. Damit wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Malen.